some pretty big cojones for coming back. Just don't know when to give up. That's your brother. What happened to V? He returned to himself. Go home, Nero. This doesn't concern you. Like hell. I lost my right arm because of him. This is not your fight. I need to stop him, and that's all that matters. I'm not gonna let you have all the fun, Dante. You don't get it. Let me guess. I'm dead weight? Well, you can shove it, Nero. What is it then? He's your father. What? I had the feeling the first time I saw you, but I just wasn't sure. And then I saw how the Yamato reacted. And I was certain. He's your father. Now he needs an ass kicking. But I can't have you go kill your old man. Father. Interessant. Wirklich interessant. Ja, hallo meine lieben Freunde, Northman HC ist wieder am Start mit einer weiteren Folge Devil May Cry 5, wie ihr gesehen habt. Virgil scheint stärker geworden zu sein, nicht? Seitdem V sich mit seiner dämonischen Seite wieder verbunden hat und Virgil wieder erschienen ist. That day, if our positions were switched, would our fates be different? Would I have your life and you mine? Let's settle this, Dante. So, natürlich hat Virgil nur eins im Sinn, sich Dante zu stellen und ihn zu vernichten. Er hat es ja in den vorigen Teilen nie wirklich geschafft. Der hat Kämpfe gewonnen, aber Dante nicht vernichten können. Oh God, I thought it was over. This isn't good. We're gonna get dragged into this. What happened? My dumbass brother's back and I'm gonna rip him a new one. Virgil's? How? Dante! Made it for Lady and she paid for it, so consider it a rental. Hey, you can't just... Okay, okay, we'll take care of that later. Right now, you three get the hell out of here. I'm gonna go take care of old douchebag. Got a feeling this one's gonna be a doozy. Nein, das wird es nicht. Virgil war schon immer ein ernstzunehmender Gegner, ne? Hauptsache, wir haben eine Bazooka bekommen von Lady. Die Bazooka von Lady. Tja. Ja, in der letzten Folge, die war ziemlich kurz. Nur 16, 17 Minuten, ne? Und ich war da auch auf Zündung. Koffeinüberschuss. So, ich werde mich in Zukunft jetzt mal mehr darauf konzentrieren, Devil May Cry zu spielen. Mortal Kombat steht hier auch noch an. Aber mir fehlt da auch leider die Zeit.
da ich berufstätig bin. Ja, uninteressant. Aber wir hängen uns rein. Das wird nicht mehr lange dauern. Viele Points, Coins, Orbs haben wir nicht. So, also spielen wir einfach mal. Ach so. Der stand auf Auto, nicht? Beim letzten Mal. Das hat mich im Kampf ja so ein bisschen abgefuckt. Ich habe den selber eingeschaltet mit R3. Wenn ich ihn drücke, dann schalte ich den auf Auto und dann schaltet er oben den Trickster, Royal Guard, Swordmaster automatisch. Um zu schalten. So, jetzt habe ich den nicht an. R3 gedrückt halten. Okay. Wir machen den nochmal aus. Never would have guessed you'd come back. Damn it, V. Was this your plan all along? Na, da es sich bei V um Virgil handelt, das habe ich mir von Anfang an schon gedacht. Gut, wir nehmen fangen mit dem Schwert an. Ach, gucke mal, der Geier. Little Chicken. Hm. Die ganze Rasselbande. I thought you went back into Virgil. You're gonna wish you did. Oh, the wise guy Dante. We were spawned from Virgil's abominable thoughts. But you knew that already. Come to think of it, I did know something was off. Just like with my old brother. Well, we're merely the discarded thoughts from when he was Nilo Angelo. No longer bound in his consciousness, we're here now to kill you of our own free will. Wir werden mal bestimmt bekämpfen dürfen, wa? Naja, kämpferische Haltung. Finde ich eigentlich schade. Ich fand die Viecher so cool, vor allem mit V zu zocken, ne? Das war schon mal was. Okay. Denn der Vogel, der ist schon etwas schwierig zu kriegen, ne? Setz mal dir mal die Mütze auf, Digga. Vor allem haben wir ja auch noch die Nunchakos von dem King Cerberus, die wir mal zum Einsatz bringen können. Jetzt habe ich sie gewechselt. Runter mit dir! Ah, ich wusste das. Aber es ist mir eigentlich egal. Wir rasseln den mal runter. Nein, ich wollte die Kugel über den Haufen fahren. Aue. Was ist das ja? Wenn du voll die Moves raushauen willst, Alter, verpisst er sich. Little Chicken geht stiften. Ab nach Kentucky, Junge. Ups, Schleichwerbung. So. Und schauen wir uns doch hier mal ein bisschen um. Also die ganzen roten Orbs, die brauchen wir. Ich will auf jeden Fall, bevor der Endkampf kommt, nochmal ordentlich einkaufen gehen. Hauptsache, ich schieße den Flur hoch. Hey! Mützchen! Gib mir die mal wieder zurück hier. Aber ich spiele immer noch am liebsten mit der Schrotflinte, wa? Die ist einfach zu geil, der Teil.
Ah, wieder so eine Ader. Komm, wir drehen noch mal eine Runde hier. X und rein da. Also wenn wir jetzt erstmal gegen diese drei Figuren kämpfen müssen, dann wird sich das mit Virgil vielleicht noch ein bisschen ziehen. Also bis wir jetzt bei Virgil angekommen sind, werden wir bestimmt noch einiges erfahren. Weil wir wissen ja jetzt eigentlich, warum das alles passiert ist und, ne? Das war alles Virgils Plan. Ach, der Tiger! Boah, vor dem müssen wir auf jeden Fall aufpassen, ne? Der hat auf jeden Fall einige krasse Moves drauf. Was hat der eigentlich als ein Ganzlinger drin? Woo! Zu geil. Oh, wir hauen noch mal ein bisschen drauf. Wow, der hat gesessen. Also stunnen können wir den immer noch damit. Also können wir den damit, mit dem Motorrad. Okay, da ging was schneller, okay. Also im Vergleich zu dem Adler haut er nicht so schnell ab. Aber wie werden wir uns gegen den Golem schlagen? Oh, das könnte interessant werden. Er war ja Wies Trumpfkarte, ne? Wenn es mal richtig losgeht. Hey, bleib mal hier, du Pimmel. Mützchen. Dann gib doch mal deine Taler wieder her, Alter. Meinst du, ich verpulver jetzt hier alles? Der haut ab! Boah, I'm sad, man. Fuckt er mich ab? Oh, da krabbelt er sich hier ein. Bleib stehen, du kleine Drecksameise. Auf jeden Fall geben die ziemlich gut Stoff, Alter. Wo ist denn der nächste? Ist der leicht runtergefallen? Setz dir mal das Mützchen auf. Juhu. Geil. Tat schon was, war mit dem Breakdance und alles. Also hier unten ist jetzt kein Drop runtergefallen, also gucken wir uns doch mal hier oben nochmal um. Sackgasse. Oh ne, guck mal, hier können wir noch lang. Gut, mach mal auf. Sauber. Sauber. Oops, that doesn't sound good. Nein!
Warum macht das Schild kaputt, Alter? Das war wieder scheiße. Jetzt habe ich natürlich wieder meine Serie verloren wegen dem blöden Waffenwechseln Scheiß hier. Los, weg mit dir. Halt! Ach so, da sollten wir vielleicht mal mit dem Trickser rübergehen. Psst. Blödsinn. Na, das oder ist er jetzt da runtergefallen? Ja, okay. Anscheinend war er das. Trickster. Psst, rüber da. Okay. Ich glaube, wir müssen eh gleich wieder zurück. Sauber. So. Also wie gesagt, ich werde mich an Devil May Cry mal ein bisschen ranhalten, damit wir das mal abschließen können. Das dauert nämlich zu lange schon. Und für alle meine Zuschauer, die mir auch auf Twitch mal begegnet sind und wissen, dass ich bereits... Die Leute wisst ja auch auf YouTube, dass ich eine Cam habe neuerdings. Eine normale Aufnahme über die Konsole ist mit Cam, soweit ich mitbekommen habe, nicht möglich. Aber Mortal Kombat werde ich in Zukunft mit Cam streamen. Und dann auf YouTube hochladen. Aber wie gesagt, wir werden Devil May Cry jetzt erstmal zu Ende machen. Und dann Mortal Kombat und nebenbei noch ein bisschen Fortnite. Ich hasse diese dämlichen Viecher, Alter. Die fucken mich so ab, Alter. Lass mal hier ein paar Projektile laufen, ne? Bam! Das ist schon Knaller, wa? Und setz dich erstmal das Mützchen auf. Dich krieg ich klein! Nein, da hat er mich gebumst, Alter. Zu spät. Beschissen. Wohin mit dem, Alter? Komm mal wieder zurück. Ich hab noch einen Flügel mit dir zu rupfen, Alter. Was für ein Arschloch, Alter. Oh, ich hätte oben bleiben sollen. Na egal. Passt schon. So, wo muss ich denn hier lang? Hier waren wir noch nicht. Achso, hier ist auch nichts. Okay. Bis auf eben das weiße Kügelchen, was wir uns mal nebenbei noch einsammeln. So, jetzt müssen wir mal gucken. Erstmal hoch. Hoch. Bleib doch mal stehen, du blödes Drecksvieh.
So, du hattest deine Fahrstunde, Digga. So, weiter geht's. Mützchen! Ach, der Adler ist auch dabei, guck mal. Na jo. Oh, den massakrieren wir jetzt aber mal da. Juhu! Das war ja eigentlich gar nicht so schlecht, Alter. Okay, ey. Die gehen beide stiften. Okay, wenn jetzt beide da waren, wird wahrscheinlich das nächste Mal der Golem dabei sein, nicht? Wäre gut möglich. Auf jeden Fall wird er auftauchen. Okay, wir drehen nochmal hier unsere Runde. Manchmal versteckt sich da mal ein Orb oder so. Wenn es nicht viele ist, Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist. Ach, hier können wir nochmal ein bisschen einkaufen. Wir gucken mal kurz rein. Ich glaube, viel haben wir nicht, ne? Aber vielleicht können wir uns eine Sache kaufen. 40. Sieht's eigentlich damit aus? 40! Das wäre unsere letzte. Die holen wir uns auch, komm. Scheiß was drauf. Dann brauchen wir uns darum jetzt gar nicht mehr kümmern. Wie oft wollte ich mir die letzte Kugel schon geholt haben? So, wir haben nichts. Weiter geht's. Sauber und auch direkt voll. Oh, hier sind noch ein paar Kügelchen, die um uns, ne? Nee, du Pimmel. Ach so. Wie war das nochmal? Okay. Wir gehen einfach mal. Ach, guck mal. Wie ist Stock? Stab, Stock, wie auch immer. Golem. Ja, das ist der Golem. Mal sehen, ob wie wir uns gegen den schlagen. Wir müssen auf jeden Fall auf drei. Ach. Sind jetzt alle drei da? Trotz Devil-Modus, Alter, ist er uns hier am Bumsen. Da müssen wir mal durch, Junge. Ich schau den jetzt mal raus. Mal sehen, wie schnell wir hier mal einen runterrasseln. War nicht sehr eindrucksvoll, was wir jetzt da abgelassen haben, aber wir haben auf jeden Fall ein bisschen was runtergehauen. Komm, du Dreckstiger. Wo ist denn der Golem schon wieder hin? Oh oh, ich glaube, der kommt. Ich
sind die alle wieder da. Ich hab zwar nicht viel von dem Devil-Modus-Zeugs, aber wir hauen mal ein bisschen was raus. Oh, Alter, der macht mich kalt, wa? Mit seiner Scheiße. Das war mir egal, ich wollte den Tiger jetzt erstmal aus der Welt schaffen. Natürlich immer keine roten Kugeln, das wäre ja blödsinnig. Dafür habe ich viel zu viele goldene. Hol den Drecksvogel mal da runter, Alter. Scheiße, der mit seinen Geblitze. Fuckt mich ab. So, jetzt kommt... Ah, der Golem fehlt noch. Okay. Also der Move gefällt mir, wa? Hohoho. Komm schon, mach den Karl. Yeah, let's rock. Ach ja, geschafft ist geschafft. Tut mir leid, aber ihr habt es ja nicht anders gewollt. You got a good heart, but you're about as sharp as a marble. Perhaps. But if you had even a little bit of trouble defeating us, imagine what Virgil can do. Little Chicken. Godspeed, Dante. You'll need it. Ja, tut mir schon ein bisschen leid, wa? Rest in peace, little chicken. Wollte ich gerade sagen. RIP. It's been a bash. Gut. Bricht alles zusammen. Aber wenn einer fahren kann, dann sie. From that. You saved us. You should be proud.
Aber kann Neo es auch zulassen, dass Dante sich Virgil stellt, um ihn zu besiegen? Gerade jetzt, wo er weiß, dass er sein Sohn ist, also Virgils Sohn. Das kann er nicht. Er hätte es bereut, wenn er mitgefahren wäre. Denke ich mal. Aber das wird interessant. Wenn ich mit Dante gegen Virgil kämpfe, wird Nero auf jeden Fall dazukommen. Und dann ist die Frage. Stellt er sich selbst gegen seinen Vater? Glaube ich nicht. Oder versucht uns aufzuhalten? Wer weiß. Das werden wir aber noch erfahren. So, diesen Part beende ich jetzt hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn die Kämpfe teilweise sehr schlecht waren. Ja, D, ne? D ist scheiße. Na gut. Aber wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja gerne ein Like da lassen. Abonniert mich, wenn ihr nichts verpassen wollt, wenn es euch gefällt. Wie gesagt, Mortal Kombat wird weiterhin laufen. Aber Devil May Cry werde ich jetzt erstmal an erster Stelle setzen. Ne? Bis zum nächsten Mal dann. Ciao, ciao.